Hallihallo! Endlich ein neues Video von mir und zwar ein ganz besonderes, worauf ich mich schon richtig gefreut habe, das zu drehen. Ich habe auch diesmal die Kamera von meinem Papa, weil das Piechen mein Handy geschrottet hat. Und ich hoffe, das passt alles so und ist alles so eingestellt, weil ich habe absolut keine Ahnung. Und zwar wird das ein Verlosungsvideo! Ich habe endlich, also wenn das Video jetzt online kommt, noch nicht, aber die Verlosung wird so lange gehen, bis ich 1000 Abonnenten geknackt habe. Und es hat verdammt lange Zeit gebraucht und umso stolzer bin ich. Für manche andere sind das jetzt, wie sagt man, zweite Weltprobleme? Erste Weltprobleme? Keine Ahnung. Für manche ist das jedenfalls unrelevant, für mich nicht. Ich habe darauf richtig lange hingearbeitet und ich freue mich und ich danke dir, dir, dir und dir. Weil, na, das ist einfach schön, ja? Man muss, wenn man weiß, dass irgendeiner Fremder sich die Zeit nimmt und deine Videos anguckt, ja? Und ich für meinen Teil finde ja, dass ich ein absolut unspektakuläres Leben habe, aber irgendwie, ich bin ja selber YouTube-Zuschauer, ne? Und ich weiß, wie das ist. Irgendwie interessiert ihn das so, wa? Obwohl man wahrscheinlich wirklich genug mit sich selber zu tun hat, guckt man sich das Leben von anderen an. Whatever. Egal. Die Verlosung geht, bis ich meine 1000 Abonnenten geknackt habe. Und zwar habe ich was shoppen für euch und habe was hoffentlich Schönes, Interessantes für euch rausgesucht. Und das sehen wir jetzt gleich. Und zwar habe ich so eine alte Glossy-Box. Die habe ich mir, ich habe mir ja mal. Zwei, glaube ich, habe ich mir mal gegönnt Anfang des Jahres. Habe ich einfach hier vollgepackt und da werden wir mal reingucken, was ich da so alles ausgesucht habe. Als erstes hatte ich ja total spontan eine neue Foundation gesucht und bin bei der Catrice Photo Finish hängen geblieben und ich bin immer noch extrem begeistert und die ist aus dem Sortiment gegangen. Ja? Das ist eine absolute Frechheit. Ich habe noch eine für euch und zwar die 010 Sandbeige. Ich glaube, das ist der hellste, den habe ich auch zu Hause und der ist perfekt für so eine Kaltleisten wie mich. Ja, die ist auf jeden Fall drin. Fotofinish. Dann war ich im Lidl, weil auch verdammt viele auf die Lidl-Produkte schwören. Ne? Und habe ich mir so eine von Sien so eine Handcreme rausgesucht. Asiatische Kirschblüte, die hat auch so einen übelst geilen Verschluss, also die sieht echt mal anders aus. Ich kann euch nicht sagen, wie sie riecht, weil die bleibt natürlich zu, ne? Für den Gewinner. Dann von Müller, von Aveo, ein Badekristalle-Dingensbad, Rosengarten, da kann ich ja mal rubbeln. Ja, riecht nach Rose, ne? Zum Baden. Dann hatte ich in der Glossy Box, da habe ich mich gefreut wie Bolle, ja. The Professional von Benefit. Aber Leute, ich benutze es nicht. Ich habe es noch nicht einmal benutzt und ich habe auch eigentlich keine Poren, die verfeinert werden müssten. Das ist nur so ein Pröbchen, 3 Milliliter. Aber vielleicht freut sich ja jemand auch wie Bolle drüber. Dann, wo ich auch drauf schwöre, von L'Oreal diese Total Repair SOS-Kur. So, Pflegekur. Da schwöre ich drauf, ich und meine kaputten Haare. Und wenn ich sage, das hilft, dann hilft es, weil bei mir hilft eigentlich gar nichts. Aber diese Kur hilft. Auch in der Glossy Box mal drin gehabt von Bella Pia Cosmetics so ein Glitzer-Zeug-Dingens. Seht ihr das? Ich weiß jetzt nicht, ob es fokussiert oder nicht. Benutze ich nicht. Vielleicht mag es irgendjemand haben. Ich weiß gar nicht, das nimmt. Ach so, das ist hier so ein. Ja. Whatever. Vielleicht mag es einen haben. Dann habe ich von Catrice einen Nagellack. Das ist so ein Rosé, altrosa Glitzerton, das ist, steht hier irgendwie was drauf? Million Brilliance, Lost in Roses 04, die kommt mit rein. Von Veleda ein Lavendel-Entspannungsbad, könnte ich auch super gut gebrauchen. Ich mag nur einfach kein Lavendel und ich schaffe es ultra selten in der Wanne und deswegen verschenke ich es, verlose ich es von Catrice, der ist geil.
Das ist die 250 Ultimate Shine Yes We Can Do. Ein Lippenstift. Ist ja geil. Ich will ihn eigentlich wirklich selber behalten. Aber er gehört jetzt bald jemand von euch. Dir vielleicht. Mir ist so warm, ja. Ich bin so aufgeregt. 1000 Abonnenten. Oh mein Gott. Und als letztes von Trackle Moon so ein kleines, so eine kleine Bodylotion. Und das ist Raspberry Kiss. Also, pass auf, ich will mich nicht blamieren. Erdbeere, oder? Ja. Erdbeere. So ein kleines Pröbchen. Die finde ich auch immer cool. Ich finde, für so eine große Bulle ist es mir einfach zu viel. Ich hole mir dann immer gerne so eine kleine, damit ich nicht ständig den gleichen Geruch in der Nase habe. So. Alle. Habe ich da was rausgesucht oder habe ich da was rausgesucht? Also, ich würde ja mitmachen. Ist ja klar. Ich habe es mir natürlich ausgesucht. Ja, ich packe ein. Was müsst ihr tun? Als allererstes müsst ihr Abonnent meines Kanals sein. Oh, was für eine Überraschung. Dann müsst ihr natürlich über 18 sein. Und ich habe mir überlegt, liken. Ihr müsst es nicht liken, ihr müsst einfach drunter kommentieren. Hier, ich will's haben. Und ich verlose dann, sobald ich die 1000 geknackt habe, verlose ich dann einen Gewinner. Und dann gibt es ein kleines, kurzes, knackiges Video, wo ich ihn bekannt gebe, den Gewinner. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Mann, ihr könnt das Video gerne teilen. Umso schneller es geht, umso eher hat irgendeiner das alles hier in der Hand. Gut, dann sag ich nochmal danke an euch. Ich freue mich und wer es haben will, ne, kommentieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!